Ja, liebe Fans des modernen Heimatfilms, wir sind wieder im Wettbewerb um den Edgar. Und der Film, den wir heute zeigen, der heißt Crescendo. Make Music Not War ist der Untertitel. Dror Zahavi lebt in Berlin und ist israelischer Regisseur. Er hat diesen Film gemacht über ein zusammengeführtes Jugendorchester. Die Hälfte davon ist aus Israel, die andere Hälfte aus Palästina. Und die sollen zusammengeführt werden von dem Dirigenten, gespielt von Peter Simonischek. Den kennen Sie wahrscheinlich aus Toni Erdmann. Da war er die große Hauptrolle, der Film, der so für Furore gesorgt hat vor 2, 3 Jahren. Und ja, dieser Film Crescendo, das ist ein richtig packender Film, ein mitreißender Film. Der hat in Ludwigshafen beim Festival des deutschen Films den Publikumspreis gewonnen und der lässt niemanden kalt, weil da ist alles drin, was ein guter Film haben muss. Ganz tolle Musik, eine Liebesgeschichte, da sind politische Konflikte dabei und das Ganze in der tollen Landschaft der österreichischen Berge, wo eben dieses Orchester zusammengeführt wird und einen Auftritt haben soll. Also schauen Sie sich diesen Film unbedingt an, zumal es das Herzensprojekt der beiden Produzenten war. Atze Brauner war die Legende schlechthin im deutschen Film. Er hat 1946, direkt nach dem Krieg, die erste Produktionsfirma, die ersten Studios wieder erbaut. Er ist letztes Jahr gestorben mit 101 Jahren. Seine Tochter Alice Brauner hat das weitergeführt schon seit den 90ern. Und sie, tatsächlich auch eine richtig große im deutschen Filmgeschäft, die kommt nach Simmern und wird extra, weil ihr der Film so am Herzen liegt, eben mit uns über diesen Film reden. Das wird eine richtig tolle Sache. Und vor dem Film gibt es ein Konzert, und zwar von den No Limits. Chorprojekt hier aus der Region, 40 Sängerinnen und Sänger. Und in Corona-Zeiten können die natürlich nicht zusammenkommen. Deswegen haben die sich was Besonderes ausgedacht. Die machen ein Splitscreen-Konzert. Das heißt, die zeichnen das jeder einzeln für sich auf, jeder singt für sich. Und dann ist das Bild so mosaikmäßig in Kästchen unterteilt. Und in jedem Kästchen sitzt einer, der Musiker. Also wir freuen uns auf No Limits, auf Alice Brauner und kommen Sie alle zu Crescendo, Make Music Not War.